wir sehen in den Sozialberatungsstellen und an vielen, vielen anderen Orten, zu uns kommen Menschen, die nie zuvor gedacht hätten, dass sie Hilfe der Caritas in Anspruch nehmen müssen. Und es sind sehr oft Frauen, sehr oft Alleinerzieherinnen. Und ich bin überzeugt, wir dürfen uns mit dieser oft versteckten Not, auch oft versteckten Wohnungslosigkeit nicht von Frauen nicht abfinden. Hier leisten wir als Caritas einen Beitrag auch im Kampf dagegen. Wir sind aber auch überzeugt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Corona die Situation verschlimmert? Was uns auffällt, wenn ich an die Beratungsstellen denke, an die Lebensmittelausgabe, sehr viele Menschen kommen zu uns, die sich nie gedacht hätten, dass sie eines Tages Caritas-Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Eine der Klientinnen hat gesagt, das kann jede und jeden treffen und das stimmt. Und wir sehen, dass gerade Themen wie Wohnen, Heizen, Energie zunehmend mehr Menschen beschäftigen. Da, glaube ich, wird Aufmerksamkeit notwendig sein, auch im Blick nach vorne.